kann, glaube ich, sein Instagram nicht aufrufen, oder? Ist doch Sinn. Größter Hurensohn 2020. Siemens, ich sag dir nur eins. Meinerseits muss ich eine Sache sagen. War vielleicht nicht korrekt, dass ich hier Hurensohn geschrieben habe, aber mich hat das gestern Abend so weggetriggert. Das ist ein Kritikpunkt meinerseits, den ich mir eingestehen muss. Monte, warum entschuldigst du dich dafür, dass du diesen Hurensohn Hurensohn genannt hast? Weil das ist ein Hurensohn. Ich meine, er hat doch Zuschauer auch damals beleidigt, oder nicht? Hä, wie, du kennst das nicht? La Asiami, du kleiner Bastard, Alter. Ich fick dein Leben, du kleiner Hundesohn. Dein Vater ist ein Heuchler, du dreckiger kleiner Bastard, Alter. Oh, damn, Leute, was für ein Crackhole bin ich jetzt geflogen, Alter. Ich fick dich und die gesamte Asiami. Ihr könnt mir so hart meine Eier lecken. Okay, das sieht jetzt nicht so aus wie der reflektierte Junge, den wir da vor 2 Tagen im Video gehört haben. Prostet Mahlzeit. Könnt mir so hart meine Eier lecken. Bruh. Bevor wir anfangen, Creator Code, Mitch, du bin ich durch Mermi Flow, benutze es im Item Shop. Perfekt, super einfach auch zu merken. Dieser Creator Code ist sehr einfach zu merken, Bro. Dankeschön, okay, weiter geht's. Ja, Leute, ich habe schon vor einem Jahr Streit gehabt mit Cymex, aber ein Jahr später, erst jetzt kapiert ihr, dass Cymex eigentlich voll ekelhaft ist. Krass. Krass, krass. Auf jeden Fall, ich habe das Ganze verfolgt. Ich sehe auch diese ganzen großen YouTuber, die reagieren alle drauf. Ich war ja auch... Diese ganzen großen YouTuber. Kuss an der Stelle, dass nur ich gezeigt worden bin. Mal ein großer YouTuber. Und alle meinten auch, Cymex ist ein Ekelhafter. Aber dann hat ein YouTuber etwas gesagt, was mich... Warum wurde der gelöscht? Was passiert mit seinem Kanal? Was hat er gemacht? Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Also ich kenne die alle nicht so. Aber denkst, wurde auch gesperrt, ne? 600 Abonnenten wurde einfach gebannt. Hassrede. Wer ist noch gebannt worden? Adlerson ist gebannt worden. Und Excel ja auch, vor letzte Woche, ne? So viele momentan. Krass. Zum Nachdenken gebracht hat. Hört mal selber hin, das ist schon komisch. Hört mal hin. Cymex, also ich spreche auch nochmal persönlich jetzt hier zu dir. Also ich finde, weil jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Klar, man hat Mist gebaut. Bro, wer ist der Bruder hier oben? Der sieht anders gefährlich aus, Alter. Das ist echt... glaube ich, Kollege von Stani, ne? Krassen Mist gebaut, obwohl man dir gesagt hat, Digga, pass lieber auf, was du da machst und so. Ich hab dich gewarnt, dies, das, hast du dann doch alles so durchgezogen. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute weiterhin auf YouTube. Es gibt nur eine zweite Chance, die dritte Chance gibt's definitiv nicht. Ja, safe. Ja, er hat recht. Ich meine, ihr habt alle recht. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ja, ist so, auch ist so. Auch ein Cymex. Och, es ist so schön, wie die Menschen alle zusammen... Was? Warte, was? Hä, wartet mal. Er hat ein 500-Euro-Turnier damals gefaked und hat irgendwie das Geld nicht ausgezahlt? Oh, schmerzhaft, Bro. Wieso kommt denn jetzt immer noch mehr zutage, Alter? Oh, Junge. Krieg ich ja direkt Undershiver, Digga. Also, ist jetzt nicht korrekt. Fühle ich nicht, Digga. Fühle ich nicht. Aber er hat ja trotzdem eine zweite Chance verdient. Hä, warte mal, wie? Dann hat er ein 1000-Euro-Turnier gemacht, hat das nicht aufgelöst? Wie, echt? Und was hat er mit den Spendengeldern gemacht im Stream? Hat die behalten? Hä, und ich dachte, er hat die Spenden extra gesammelt, um noch mehr Gewinnspiele zu machen und Turniere zu machen. Ehrenmann. Nein. Scheiße, jetzt sind wir aber ganz tief, Digga. Jetzt sind wir aber ganz tief am Dirt-Ding hier, Cymex, Alter. Jetzt kommt aber gerade ein bisschen, also ich habe mich ja ein bisschen mit seinem Kanal auseinandergesetzt, so, da war ja schon eine Menge Shit drauf, aber dass es so belastend aussieht, Alter. Cymex, melde dich, Kollege, wenn du Hilfe brauchst. Das war ein Joke, melde dich bitte nicht bei mir, ich will nichts mit dir zu tun haben, aber... schmerzhafte Angelegenheit. Ja, und laut unserer Tabelle hat er nicht nur eine Chance gehabt, sondern auch eine zweite Chance, die er vermasselt hat. Und laut meinen wissenschaftlichen Ergebnissen haben wir noch... dieser Lehrer von Max und Moritz, Alter. ...eine dritte Chance gegeben und dieses Mal ist der Coronavirus entstanden. Und was jetzt? Wollt ihr ihm noch 5 andere Chancen geben? Ja, locker. Normaler... ja gut, das haben wir ja nicht mitbekommen, Bro. Das können wir nicht wissen, dass der also... weißt du, würde Cymex jetzt sowas sagen wie... Warte, wen beleidige ich und was fake ich? Sag mal bitte jetzt. Ja, du fake deine ganzen Gewinnspiele, Digga. Wo sind die gefaked? Zeig deine Beweise, wo sind die gefaked? Zeig deine Beweise. Alles klar, Rechtsanwalt sein Vater an der Stelle oder was? Ja, damals wurde dann aufgedeckt, dass es doch alles gefaked war. Und woher kam das? Ja, aus seinem eigenen Mund. Ich habe meinen Fehler eingesehen, so weißt du, ich werde es nie wieder machen. Und oh nein, bitte nicht, das ist nicht das Gleiche. Leute, wir stoßen hier gerade so auf mäßig Leon Mascher-Syndrom. Immer wieder Fehler machen, sagen, ja, ich habe es jetzt wirklich verstanden, Mann. Ich hab's wirklich verstanden, Digga. Ich will's jetzt wirklich ändern. Ich will jetzt wirklich was dran ändern, Alter. Schmerzhaft. Es tut mir auch leid, so. Was soll ich denn sonst noch sagen? Ich sag euch ehrlich, Leute, das war schon, seitdem ich ein kleines Kind war, mein Traum, so YouTube zu machen. Ich habe früher KSI, Watershaw, alle geschaut, FIFA-Matches, hab dann mit FIFA angefangen, hatte 11.000 Abos, Prones, hat mich gepusht, dies, das, hab dann 2 Jahre kein YouTube gemacht, dann hatte ich
so mäßig in diesem Sommer die Chance meines Lebens, hab nach einem Monat 30.000 Abos dazu gemacht, dann bin ich so größenwahnsinnig geworden. Größenwahnsinnig, Alter. Digga, du bist einfach ein Wichser gewesen dann. Dachte ich mir so, okay, du musst jetzt was Fetteres bringen, dass mehr Leute auf deinen Kanal kommen, dass dieser Hype nicht weggeht. Bring so 500 Euro. Ja gut, ist halt wieder sehr ehrlich und selbstreflektiert, leider, aber ich meine, das entschuldigt natürlich jetzt nichts, ne? Turnier, okay, Budi macht 1.000 Euro Turnier, ich muss nachlegen. Bam, zack, 1.000 Euro Turnier und ich hab mäßig gefaked so und sowas, so. Ich hab mäßig gefaked so. Dreimal Scheiße gebaut, aber es interessiert niemanden. Er darf seinen Kanal behalten. Aber was macht er jetzt für Videos? Lass mal schauen. Ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich lösche meinen Kanal, gebe auf und lass euch meine Community im Stich. Oder ich werde verdammt nochmal endlich meiner Vorbildsfunktion gerecht und statt mit Fake-Videos meiner Persönlichkeit punkten. Ja, Digga, weiß ich nicht. Also, vielleicht hat er es ja jetzt endlich begriffen, oder? So, kein Plan. Ich wusste ja gar nicht, was da vorher abging, Alter. Krasse Sache, Digga. Fake-Gewinnspiel und sowas, gerade gegenüber der Community, wenn man dann halt sagt, ich lasse meine Community in Stich und vorher tatsächlich die Community mit Fake-Gewinnspielen verarscht. Eieieiei, Bro. Argumentation, de nada. Jetzt. Cymex, meinst du etwa diese Persönlichkeit? Oh yes, baby. Oh yes. Oh yes. Genau so habe ich mich gefühlt, als ich dieses Video geguckt habe. Genau das dachte ich mir auch. Wenn ich den dritten jetzt noch los. Das ist Olaf. Er hier heißt Olaf. Richtig, Gustav. Ich bin ja ein bisschen froh, dass ich dieses Video nicht komplett geschaut habe, ne? Steht dem Lama nicht auf dem Hintern. Nein, das ist nicht. Hey, ich weiß, ihr habt alle schmutzige Gedanken, aber das ist nicht das, wonach es aussieht. Das ist der größte Tryhard, den ich je gesehen habe. Habt ihr das gesehen? Ja, gut, ja. Ja, ihr wollt alle, dass er dafür seine gerechte Strafe bekommt? Ich auch. Deswegen habe ich bei Hell's Angels angerufen und die haben sich um ihn gekümmert. Die auf. Genau. Namen könnt ihr jetzt sehen. Aber Achtung, nichts für schwache Nerven. Ja, Moment mal, sowas habe ich auch schon mal gemacht mit Petre damals. Gürtel schlagen war meine Idee, Bro. Was soll das? Ich bin von meinem Vater mit Gürtel geschlagen worden. Ich habe Petre mit Gürtel geschlagen. Das ist mein Erbe, du Hund. Tritt das doch nicht einfach an. Was soll denn das? Habe ich dir das erlaubt? Ach ja, by the way, selbst seine Real-Life-Stories sind alle fake. Weil er hier sagt, Beef beendet mit einem Natis, dabei weiß jeder, dass der Beef mit einem Natis und Cymex total fake war. Die haben so getan, als ob die sich geschlagen haben und so. Oh. So richtig Beef hatten, wie Lächer. Oh, Digga, so auf unangenehmer Basis, so auf, Ricegum X, wie heißt der Typ nochmal mit der Glatze? Mann, wie heißt denn der? Ricegum X, FusiTube, so auf anders cringe. Ah ja, Cymex hat darauf seine Klicks gemacht und hat alle Videos dann offline genommen. Krasser Ehrenmann. Über deine Junge. Beschreibung brauchen wir aber nicht zu reden, weil ein guter Freund von mir mir nicht mal. Aber egal, ist was anderes. Ciao. Ach ja, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Das muss ich nochmal erwähnen. Sehr wichtig. Und wie gesagt, ich bin nur auf Instagram gerade erreichbar. It's AsiTV. Bald wird mein YouTube-Account wieder aktiviert. Bis dahin bin ich hier aktiv. Jille. Ich wünsche. Wenn wir ehrlich sind, die Leute, die jetzt einfach noch weiter wünschen, dass der Junge down geht, sind die Leute, die richtig gehässig sind und nicht einfach nur aus Grund von... Ja, true. Auf der anderen Seite, wenn er die ganze Zeit schon Scheiße baut, wisst ihr, ich finde halt, jetzt ist der einschneidende Moment in seinem Leben, wo er entweder jetzt ändert oder nicht. So, das ist halt das Wichtige. Er muss halt jetzt getten, dass das halt so nicht weitergeht und muss halt jetzt verstehen, dass er halt endlich seinen scheiß Content und sein geficktes Leben halt irgendwie halt in den Griff bekommt. So, wenn er es jetzt nicht macht, dann ist er halt weg, dann hat er gleich den Status wie Leon Mascher, dann wird er nie wieder. Man denkt immer, das Internet ist sehr schnelllebig. Man kann sich ein, zwei Aktionen erlauben und so. Aber irgendwann, wenn sich die Scheiße, wisst ihr das wie ein Eimer mit Scheiße? Passt auf, stellt euch das so vor. Ich zeichne euch das ganz kurz auf, okay? Passt auf, also. Macht das ganz kurz grafisch, male ich das für euch, damit ihr versteht, was ich meine, okay? Also angenommen, hier ist dieser Eimer, okay? So, hier ist der Eimer. Und unten in dem Eimer ist ein ganz, ganz kleines Loch drin, ja? Ein kleines Loch, so, das ist so. So. Und wenn man den Eimer immer weiter mit Scheiße füllt, ja? Wenn man den Eimer immer weiter mit Scheiße füllt, okay, dann ist irgendwann der Eimer voll. So, und wenn ich halt aufhöre,
dann tropft immer ein bisschen Scheiße unten raus. Wisst ihr, was ich meine? Es tropft immer ein bisschen Scheiße raus. Das heißt, der Eimer leert sich wieder. Aber wenn ich richtig viel Scheiße, ja, dann quillt der Eimer irgendwann über und dann stopft das hier unten voll. Und dann ist der Eimer so viel voller Scheiße, dass es egal ist, wie groß ich das Loch bohre, weil ich so viel Scheiße in meinem Leben gebaut habe, dass ich ich werde das nicht mehr los. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr die Metapher, Leute? Versteht ihr diese Metapher? Dieser Eimer voll Scheiße ist das, was man sich erlauben kann. Man kann sich ein, zwei Aktionen erlauben. Man muss sich daran danach ändern, ja? Man muss sich danach ändern. Und entweder man ergreift diese Chance oder man weiter. Und irgendwann ist dieser Scheiße-Eimer so sehr gefüllt, Digga, dass du nie wieder in deinem Leben ernst genommen wirst. Und so ist es zum Beispiel bei Leon Mascher. Leon Mascher könnte jetzt ein Video hochladen, wo der 20 Leuten 100.000 Euro auf der Straße gibt. Und trotzdem würden Leute sagen, Lack, weil er so viel Müll vorher gemacht hat, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Beim Handeln ihn kritisiert haben, sondern einfach nur möchten, dass Menschen kaputt gehen. Ungemeine Bruder, du sagst falsch, meine Bruder. Ich kenne diese Junge, diese ist Lügen, immer Lügen, meine Bruder. Ich kenne diesen Namen, Bruder, du kennst ihn nicht, wie man schreibt vor einem Jahr, meine Bruder. Okay, jetzt tschüss. Wie gesagt, Unge gibt ihm eine zweite Chance. Ich habe schon vierte Chance gegeben. Bei mir hat er reingeschissen. Tschüss. Gut, ich bin mal gespannt, meine Freunde, wie das hier ausgeht mit Z-Max. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht erzählen. Wir schauen einfach mal, was uns da noch erwartet. Ich glaube, dass der Boy auf jeden Fall noch für den einen oder anderen Skandal sorgen wird. Ich bin trotzdem mal gespannt.